Willkommen zurück bei Super Mario World. Im letzten Part haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie viele Parts das waren, das So, Larrys Schloss fertig gemacht wir und sollten jetzt wieder tauschen. Ich habe naja, eins abgewählt. ja, dann wähle ich mal eins wieder an und du kriegst hier zwei wieder zurück. So. Gut, dann darfst du jetzt Bowsers Schloss machen. Das war natürlich alles ein abgekatertes Spiel von mir, damit ich das nicht machen muss. Aber ich habe es doch vorgeschlagen. So, Tür Nummer 1, 2, 3. Das ist 1. Ja. Du hast auch noch zur Wahl 2. Aha. 3. Müssen wir nicht alle durch? Nein, 4. Gut, hast 4 Türen. 1, 2, 3 oder 4. Letzte Chance vorbei oder so ähnlich. Sagen wir mal drei, weil aller guten Dinge sind Gut, drei. ich habe gesaved. Ach, das ist das, glaube ich, das Einfachste. Ugh. Da oben kannst du durchspringen, wo der Teppich ist. Nach links. Nach links springen, nicht mit dem Vieh. Nein, du bist zu weit gelaufen. Zurück. Durch den Teppich und dann nach links oben. Andere Seite. Ah, okay, so. So. Boah. Und jetzt? Weiter nach oben. Aber geht doch nicht. Immer da, wo der Fetzenteppich ist. Ah. So, da, so kommst du da durchs Labyrinth durch. Uah. Du. Nein, ich höre jetzt auf zu safen. Das ist das letzte Mal, da darfst du noch einmal. Okay, so. Und das ist wirklich das Einfachste. Na, habe ich aber richtig gewählt. Ja. Also ich finde, das ist das Einfachste. Ich weiß ja nicht, wie andere Spieler das sehen, aber ich sehe Ach. das als Einfachstes. Gut, dann mache ich das. Obwohl man in einem anderen noch ein bisschen farmen kann, aber ich meine, das ist jetzt hier irrelevant. Warum hab ich wollte gerade fragen, warum habe ich ein Cape, aber das hast du mir ja gemacht. Danke sehr. Ja, kein Problem. Eigentlich hätte ich Mario bleiben sollen. Ich bin der einzig wahre Mario. Den kann man nicht fletschen. Okay. Kann man mit Drehen nicht fletschen, die blöden Mistviecher. So. Zack. Ja, da kommt er mir hier schon wieder aus der letzten Ecke entgegengesprungen. So, hier hoch. Gut. So weit, so Okay, was grün. jetzt? Oh. 5. 6. 7 oder 8. 7. 8. Ich nehme einfach mal die 7, weil die an der gleichen Stelle wie die 3 ist. Nee, warte mal, das ist ein Trick, das ist ein Trick, nimm's nicht. Das hängt gerade bei mir. Ah, jetzt geht's wieder. Bei Ne? mir nicht. Ja, bei mir hängt's jetzt auch wieder. Hoffentlich Okay, jetzt geht's ist. wieder. Nimm nicht die 7, jetzt hängt's auch wieder. Ja, bei mir hängt's gerade. Vielleicht Connection-Problem. Leute? Keine Ahnung. Also ich höre dich noch. Ja, ich höre dich auch Alles ist noch. in Ordnung. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Okay, geht wieder. Du Aber musst einmal du. in Escape gehen. Einmal Und Escape? dann wieder raus. Bei mir hängt gerade. Bei mir ist der SNES abgeschmiert. Gut, Ach Leute, so. kleiner Cut. Wir sehen uns gleich. Willkommen zurück bei Wolf bei der B. Ja. Ich meine, das Ja, war jetzt ein das Cut. war jetzt kein neuer Part, aber. Ja, ist ja wurscht. Ach ja, ich dachte bei Steindingern eigentlich an was anderes. Aber das hier ist auch okay. Der ist kein Steinding. Nee, Leute. Nö. Wir gucken mal, was sich hinter Tür Nummer 5 verbirgt. Das meinte ich. Das ist einfach. Das sieht nicht sonderlich angenehm aus. Ist es aber. Wirst du gleich sehen. Oh. Das ging tatsächlich sehr einfach. Ja. So, hier ein kurzer Save. Ich dachte, du wolltest nicht mehr saven. Ja, wollte ich auch eigentlich nicht. Ach Gott, hier geht's ja noch weiter. Wuhu. Gefällt mir hier nicht. Ist alles so dunkel und die Ninjis sind böse. Abgrundtief böse. Davon bin ich überzeugt. So, Ninji, spring hoch. Warum nicht? Bring ich dich halt um. So, ist hier irgendwo Ausgang? Ja, sieht so aus. Hier hast du die Brücke. Oh, Bosstür. Leute, Oh, Bowser. krieg ich hier ein Safe? Oh, das ist nicht Bowser, oder? Doch, ich mache hier mal ein Safe. Da ist Bowser drin. Oh, dann sind wir davor, das Spiel durchzuspielen. Los, komm. Bowser, schmeiß mich ab. Bewirf mich. Hass mich.
So, das ist übrigens unsere Waffe im Bossfight. Nein, das zählt nicht. Ich meine, andere spielen das Spiel durch, ohne einmal Schaden zu nehmen. Da werden wir das wohl kriegen. Ich safe besser, wenn es ein bisschen weiter ist. Ja. So, hier wird jetzt nach jeder Kurve gesaved. Damit das hier ein bisschen schneller vonstatten geht. So. Dann bewirf mich. Wie gesagt, das hier sind unsere Waffen. Funktionieren folgendermaßen. So nicht. Man schmeißt sie in die Luft und stirbt. Genau. So funktioniert, das. Ich habe jetzt passend gesaved. So funktioniert das auch nicht. So alles gewollt. Ja, man sollte Bowser auch treffen damit. Nicht mein Talent. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sehr schön, krieg ich noch ein Save. Obwohl, wenn ich jetzt sterbe, überlasse ich dir das Feld. Wollen ja fair sein, ich meine. Ja. Oh, er fliegt weg. Der fliegt nicht weg, der kommt wieder. Das ist noch nicht vorbei, was der hier... Okay. Was der hier mit uns macht, das ist noch lange nicht vorbei. Oh nein, Prinzess Peach! Ja, die hat uns aber einen Pilz gegeben, das ist sehr freundlich von ihr. So, Bowser, habe ein Geschenk für dich. Aha! Voll auf deine große Nase. Dass er dir auch immer weiter diese Dinger zuschiebt. Ja. Ja, jetzt schiebt er mir dummerweise was anderes zu. Oh. Aber dass der Prinzess Peach nicht einfach rausfällt? Ja. Wir mussten es jetzt machen. Ich muss warten, bis er wieder was anderes schmeißt. Ah, okay. Das hier ist alles nur noch ein Wartespiel. Guck, jetzt fängt er wieder an, mit dem normalen Zeug zu werfen. Wow. Ich darf nicht den Rotor treffen. Ich muss ihm wirklich ins Gesicht werfen. Das ist aber nicht so leicht. Naja, ich darf erstmal wieder ein paar Kanonenkugeln ausweichen. Oder Bowlingkugeln. Das sind Bowlingkugeln. Da sind Löcher drin. Ja, der versucht mich hier umzubowlen. Ich bin kein Pin. Ich habe einen Bart. Super Mario Bowling. Das neue Spiel. Das fehlt noch. Gleich mal Nintendo anschreiben. Kart gibt's schon, Tennis gibt's schon. Selbst Baseball gibt's. Ja, Mario Baseball, echt? Ja. Oh oh. Der Mist. Oh. Gegen den Rand von seinem blöden Mistschiff. Das grinst. Oh! Nee, komm, das mach ich nochmal. Ich fühle mich ja hier wirklich wie beim Tennis. Das war eher Pinball als Tennis. Das ist furchtbar. Aber die Pinballkugel hat mich weggeschlagen. Das ist mal was Neues. Bowser? Warum machst du mich wütend? Ah! Ich mich auf dein lässiges Gesicht... Ah, jetzt geht's mit dem Feuer wieder los. Ah, schmeiß dein Feuer, komm. Bausi. Ja, so ist es doch okay. Wenn er um mich rumschmeißt, ist das völlig legitim. Prinzessin! Help! Pilz! Mein Pilz. So, jetzt bin ich auf Droge, jetzt kann ich ihn besiegen. Ja. Die Macht von Pilzen. Na los, fang an. Wieso hat dein Sprung manchmal so einen seltsamen Sound? Das ist einfach durch den Delay passiert das. Ich weiß auch nicht warum, das habe ich schon. Das kenne ich von mehreren, das war vorhin bei dir auch. Ja, also habe ich das gehört. Manchmal hört sich's normal an. Ja, das ist eher so Zufall, egal. Ich weiß auch nicht woran das liegt, das weiß irgendwie niemand. Aber ab und zu ist das drin. Ich dachte, das liegt vielleicht so am Bosskampf, dass es einen besonderen Ton gibt. Nee. Aber dann wird der Ton ja die ganze Zeit sein. Du elender Mistkerl, Bowser. Oh je. Jetzt lasse ich dich mal ran. Aber dann muss ich ja wieder von vorne machen. Oder soll ich einfach bloß laden? Warte mal. Von wann muss ich das denn dann machen, ne? Von ganz vorne. Von ganz vorne? Oh Gott. Okay, ich versuch's mal. Ich gehe wieder über die 3. Ja, die 3, das ist ja... 3 mach keine Safe-States. Ich könnte ja auch einen anderen Safe anlegen, ne? Nee, mach keine.
meine, ich habe ja mehrere. Wenn's nicht klappt, dann mach du wieder. Und die Spannung steigt. Wo? Das ist eine Spannung hier. Ah. Na dein Feste. Okay. Dann ist Bowser jetzt erledigt, hoffe ich. Ich muss mal einen neuen setzen. Bisschen weiter vorne. Ja, schmeiß dein Zeug. Los, komm her, ich bomb dir das auf deinen Kopf. Oder auch nicht. Vorsicht. Komm schon. Zwei auf einen Streich. Ja. So, dann kommt jetzt wieder die flammende Action. Mhm. Der ist Feuer und Flamme für mich. Wisst ihr, Bowser hat's eigentlich nur auf Mario abgesehen. Der ist total scharf auf den. Ja. Aber will das nicht zugeben, deswegen entführt er immer Peach. So, genau. Alibi-Freundin. Help! Help! Bowser guckt die ganze Zeit Sex and the City. Nein, ist natürlich nur fiese Stachelei. Um Bowser noch wütender zu machen, damit er mir jetzt noch mehr von seinem Zeug entgegenwirft. Ich glaube, der schmeißt jetzt mal eine Boni-Kugel, ja. Strike! Nacho wieder! Pinball! Mario Pinball! Aber das gibt's bestimmt auch schon. Ich habe keine Ahnung. Ich darf da gar nicht so hoch abschmettern, wenn ich da... Ja, du darfst da nicht abschmettern, das ist gefährlich. Wenn ich da hochflieg, dann erwischt er mich mit seinem Propeller. Klein ist das natürlich jetzt alles nochmal eine ganz andere Sache. Ja, jetzt kann ich ihn aber eventuell erwischen. Nicht? Nee. Weg dich, ich will den jetzt töten. Und ja, ich habe hier nochmal gesaved. Damit der Bosskampf auch irgendwann mal endet und damit dieses Let's Play. So. Ja! Ja! Wird er jetzt wieder böse? Jetzt wird er wieder böse. So. Mann, wie viele Phasen hat denn dieser Bosskampf? Der macht jetzt wieder voll. Das wirkt natürlich umso mehr, da wir dieselben Phasen immer und immer wieder machen. Durch meine Unfähigkeit, muss man dazu sagen. Das stimmt. Es gibt ja auch die Leute, die so intelligent sind und das Spiel ohne einmal zu sterben durchspielen. Zu denen können wir uns leider nicht gesellen. Wow. Bowser, bleib cool. Jetzt ist er wütend. Man kann doch über alles reden. Ich wollte dich doch nicht beleidigen, als ich gesagt habe, du guckst Sex in the City. Das ist bestimmt eine sehr anspruchsvolle Serie. Ja. Sehr mental anspruchsvoll. Und pädagogisch wertvoll. Der ist viel zu hoch. Komm runter. Ich treffe ihn nicht. No. Nein, brech ab, dann darfst du noch. Obwohl, er lädt jetzt schnell. Wir können auch einfach Controller wechseln. Ja, können wir auch machen. Komm. Dann. Ja, okay. Logge ich mich mal aus. Du darfst gerade mal übernehmen. Aha. Dann schauen wir mal. Du weißt ja, wie du nach oben wirfst, ne? Wie? Darauf springen, X gedrückt halten, nach oben und X loslassen. Okay. Also wenn du nach oben drückst, gedrückt hältst und X loslässt, dann schmeißt er nach oben. Und jetzt hol dir bloß den Pilz, du wirst ihn brauchen. Teamwork zum Boss. Uff. Das ist, damit die Mario Bros zusammen ihn erledigen. Genau. Aber eigentlich ist ja nur Mario. Ja, aber Luigi verkörpert jetzt Mario. Der hat sich die Kappe angemalt. Das muss ich jetzt machen. Das muss ich machen. Ja, ich konnte nicht springen. Viel Alternative blieb der nett, stimmt schon. Ich brauchte eher so ein bisschen Übung noch. Nach dem Feuer mache ich einen neuen State, ne?
Ups, ja. Da ist mir das Falsches aufgegangen. Ich bitte um Verzeihung. Das Feuer ist ja nicht sonderlich schwer. Nö. Aber dann haben wir zumindest, sobald du den Pilz hast, nochmal ein State. So. Dann töte ihn jetzt. Endgültig. Ja, ich hab's vor. Bowser, es ist vorbei. Wir haben jetzt lang genug mit dir gespielt. Sehr schön. Nee! Ah, fuck. Vorsichtig, vorsichtig. Ja! Ist er down? Ja, er ist down. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Princess Peach. Zusammen haben wir sie besiegt. Yay. Was heißt sie? Eden, alle. Alle. Wir haben sie alle besiegt. Yay. Und jetzt haben wir einen Kuss von Princess Peach gekriegt. Mario's adventure is over. Mario, the princess, Yoshi and his friends are going to take a vacation. At Disneyland. Das ist jetzt auch dringend nötig. Aber was ist eigentlich mit Yoshi? Den habe ich doch so auf den Tümpel geworfen. Der fährt garantiert nie mit. Nee. Yay, Feuerwerk. Hurra, Princess Peach. Ding dong, der Hexe. Yay, Ding, dong, ein Herzfeuerwerk. The witch is dead, the witch is dead. Ist das nicht schön? Ah, Yoshi trägt Peach. Uns will er nicht mehr tragen. Ja. Ach Leute, war doch schön, oder? Ja, das war auf jeden Fall mal etwas, was man machen muss. Ja. In seiner Let's Player-Karriere muss dieses Spiel mindestens einmal vorgekommen sein. Und das ist wahr, das ist wahr. Und wir gucken uns dann mal Mario Hex an. Du hast dich doch jetzt gut geschlagen. Du kannst dir jetzt überhaupt nichts mehr sagen. Ja, besser als ich das Spiel angefangen habe, aber das ist ja auch irgendwie logisch. Du kannst das Spiel ja jetzt privat nochmal durchspielen. Ich sage dir, du wirst vermutlich vor Wave 2 kein einziges Mal sterben. Vermutlich. Wenn du das jetzt alleine spielst. Ich werde es vielleicht auch nochmal alleine durchspielen. So als Vorbereitung zu den Mario Hex. Aber ich denke, wir kriegen da noch ein anderes Projekt rein vor den Mario Hex, um mal von dieser Hölle wegzukommen. Ich habe jetzt derzeit genug laufen. Ich könnte dich übrigens bei einem Sonntagsprojekt dann gebrauchen. Okay, da bin ich dabei, solange es kein Mario Hack ist. Nee, erstmal nicht. Ich werde mal gucken, wann ich einen Mario Hack wieder einbringe. So, Leute, dann schreibt uns doch was Nettes. Besucht uns bei einem anderen Projekt und lasst uns Liebe da. Oh. Ganz viel Liebe. Ja, also bis dann. Ich würde sagen, war ein schönes Projekt. Moment. Hat Spaß gemacht. Erst noch das Outro gucken. Das gehört noch dazu. Ja, natürlich. Ich rede ja bloß drüber. Da seht ihr es mit den ganzen Eiern, die wir gerettet haben. Ja. Hurra, jetzt schlüpfen sie. Oh, wie süß. Babymonster. So viele Yoshis zum in die Lava schmeißen. Thank you. Yay. Juhu, und Peach winkt uns zum Abschied. Hurra. Ja, da sind nochmal die ganzen Feinde. Ja, also diese oben rechts, die waren eigentlich gar nicht so schlimm. Ach, die Lakutis. Besonders, wenn die ein Leben hatten. Ja, ich finde die schon, die nervig. Super Koopas, die haben immer schöne Fehler gegeben. Ja. Jumping Piranha Plant, sehr, sehr kreativer Name. Ja, der Sumo Brother, der nervt natürlich immer und Montys auch. Ah, Bullet Bill. Ah, was gibt sonst noch so? Ja, Banzai Bill. Ja, Mega Maul und Banzai Bill. Mega Maul. Die können ziemlich, die können richtige Arschlöcher sein. Ja, die haben uns ja eingekesselt und umgelegt. Und mich bloß mit der Nasenspitze ermordet. Und die Koopas. Ja, die sind ja. Spike Top Swoopers. Blark. Ach stimmt, der da. An den konnte ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ja, kam auch vor. Poco-Puffer. Böses Vieh. Sehr böses Vieh. Ja, das waren die Wasserlevel. Durch die sind wir eigentlich immer recht schnell durchgekommen. Ja.
Boo Buddies. Ja, The Big Boo. Eeries. Und Fishing Boo. Fishing Boo ist eh der mieseste. Ja, der ist wirklich der mieseste. Dann haben wir noch Dry Bones, ja, Knochen trocken. Swamp und Swimp. Ja. Ball und Shane und der Grinder, ja, ja. Und die Fishbone. Unsere guten alten Freunde. Ja, die Grinder, die vor allen Dingen. Ja. Reznors. Ah, jetzt werden nochmal die Bosse gezeigt. Ja, das war noch der einfachste Boss. Ja, obwohl wirklich. Wir da auch sehr viel dran gehangen haben. Mecha Cooper. Das sind doch keine Bosse. Nee, aber es sind halt die Gegner, die wir für den Boss gebraucht haben. Ja, das stimmt. Und da sind nochmal alle Cooperlinge plus Bowser. Und Bowser. The End. Hurra! Ach, ist das nicht schön. Gut, Leute, besucht uns bei einem anderen Projekt. Wie gesagt, Liebe da lassen, nettes Kommentar. Tschüss und tschüss. Ja, tschüss und tschüss. Ja, tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wolf bei der RP mit irgendwas. Ist ja auch egal was. Hast du noch was zu sagen? Irgendwelche letzten Worte? Letzte Worte? Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir das durchgespielt haben. Das war's. Es war aber auch ein episches Projekt. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.